So, herzlich willkommen, meine Krieger und Kriegerinnen, zurück zu The Elder Scrolls IV Oblivion. Wir lesen gerade Agnars Tagebuch und sind mit Eintrag 2 beschäftigt. Ah nein, wir gehen direkt über in Eintrag 3. Wir haben ihre Spur gefunden und tagelang verfolgt, wobei wir die Grenze in die kaiserliche Provinz überquerten. Hier, in den kalten Bergen, trafen wir auf einen einheimischen Jäger, der versuchte, uns mit Warnungen aus dem Gebiet zu verscheuchen, indem er uns eine alte Legende über eine lebensgefährliche Kreatur erzählte, die als Schrecken des Taucherfelsens bekannt war. Ein Monster, dem die Ermordung von mehr als einem Dutzend Menschen und genauso viel Stück Vieh zugeschrieben wird. Könnte sich bei dieser Kreatur um genau die überfrückte Matrone handeln, die wir suchten? Vielleicht zieht die Matrone im Gegensatz zu ihrem Sprössling auf Solstheim von Ort zu Ort und es ist eben diese Mobilität, die bisher ihre Tötung oder Gefangennahme verhindert hat? Eintrag 4. Wir haben unser Lager auf dem Taucherfelsen aufgeschlagen, dem angeblich höchsten natürlichen Aussichtspunkt in ganz Cyrodiil. Von hier aus können wir meilenweit sehen und so werden wir Wache halten, Tag und Nacht. Wir sind ihr nahe, so nahe. Svenja und ich können es in unseren Knochen spüren. Ja, Svenja ist immer besonders im Einklang mit solchen Dingen gewesen und ist davon überzeugt, dass die irrverrückte Matrone in der Nähe ist. Eintrag 5. Svenja ist meine konstante Schreiberei leid, doch dieses Tagebuch wird als Zeugnis von unserer Reise und unseres Sieges über die irrverrückte dienen. Sie wirft mir einen ärgerlichen Blick zu, während ich hier schreibe, doch dieser Eintrag ist einfach zu wichtig. Endlich, an diesem dritten Tag unserer Wache, haben wir sie erspäht. Die irrverrückte Matrone. Sie ist anders als alles, was wir je gesehen haben. Ein gigantisches, trollähnliches Monster, das in der Kälte zu schwanken und zu schimmern scheint. Wie die wilde Form des Winters selbst. Nun machen wir uns auf den mühsamen Weg den Berg hinunter, die Waffen gezückt, um dem Schrecken des Taucherfelsens seinen gerechten Lohn zu geben. Eintrag 6. Versagen und Schrecken. Wir griffen das Monster mit aller Macht an, die wir aufbringen konnten, doch was für ein unbegreiflicher Hohn. Svenja. Meine wunderschöne Svenja, meine geliebte Frau, wurde auf der Stelle getötet, fast völlig von der Bestie verschlungen, und obwohl es mich beschämt, nun diese Worte zu schreiben, ich konnte zu dieser Zeit an nichts anderes als Flucht denken. Ich ergriff die Flucht, kehrte hier in unser Lager auf dem Taucherfelsen zurück, um meine Gedanken und meinen Mut zu sammeln. Ich habe nicht viel Zeit. Nach diesem raschen Eintrag werde ich mich aufmachen und der überfrückte Matrone erneut entgegentreten. Sie wird mich garantiert hier in diesem Lager aufspüren und so ist unsere Konfrontation unvermeidlich. Kann ich auch nur hoffen, diese Ungeheuerlichkeit zu besiegen? Eins ist sicher, Svenja und ich kamen in Eile hierher, unvorbereitet. Meine Stahlaxt? Nutzlos. Der Frostwurmbogen meiner geliebten Gattin? Völlig wirkungslos. Und in seiner Gänze verschluckt. Noch in Svenjas Hand. Die Bestie scheint eine Kreatur der Kälte zu sein und ist wahrscheinlich völlig unempfindlich dagegen. Ich würde mit Feuer angreifen, wenn ich eines zur Hand hätte, doch ich habe keine Zeit. Keine Zeit, zu einer Magiergilde zu reisen und eine verzauberte Klinge zu erwerben oder die Dienste eines Hexers anzuheuern. Meine Stahlaxt muss ausreichen und so kehre ich jetzt in die Schlacht zurück und hoffe entgegen aller Hoffnung, dass ich das entsetzliche Monster schlagen kann, das so vielen Menschen so viel Kummer gebracht hat. Und wenn nicht, dann tröste ich mich mit dem Wissen, dass ich bald in den goldenen Hallen von Sovngarde wieder mit meiner wunderschönen Frau vereint sein werde. Sollte jemand dieses in Eile geschriebene Buch lesen, dann bin ich wahrscheinlich tot. Und ich bete zu Ysmir, dass ihr mehr Glück gegen diese Kreatur habt als ich. Agnar der Felsenfeste, Häuptling von Tirsk. Oh, Jesus fucking Christoph. Immerhin haben wir Frost widerstehen. Gut, Freunde. Da unten ist sie. Den Kollegen brauche ich. Ich brauche Feuerzauber. Ich brauche Feuerzauber und am besten starke, aber ich bin da eigentlich nicht so stark aufgestellt, ne? Blitzschild, Hitzeschale, aber kein Frost. Das ist wahrscheinlich noch am ehesten.
Also gut. Wir stellen uns der Ida-verrückte Matrone und versuchen das, was Agner der Felsenfeste nicht schafft. Ich glaube, er liegt dort unten. Versuchen wir zu schaffen. Mal sehen. Mal sehen, wenn es nicht klappt, müssen wir uns halt besser vorbereiten. Es ist ein heftiges Monster anscheinend. Es geht los. Brecht und fallt auf die Knie, Feigling. Düster und tief. Es geht bisher? Ja, okay. Es ist... Na, es geht. Es geht voll. Eisenpfeil, Frostwurmbogen. Das... Oh Gott. Wir nehmen ihre Knochen mit. Ihr dürft euch keine Waffen oder Schilde eurer Gefallenen... Was? Jetzt darf ich nur den Helm nicht mitnehmen. Ich lasse ihn in seiner Rüstung. Aber ich habe dich gerecht, mein Freund. Ich habe dich gerecht. Der Taucherfelsen, und ich werde deine Frau in Ehren halten. Ich werde sie in Ehren halten. Ich werde sie als Beweis für euren Mut in irgendeiner meiner Häuser ausstellen. Gut, Freunde. Das war jetzt doch einfacher als erwartet, muss ich gestehen. Ich dachte, am Anfang dachte ich, okay, die steckt gut weg, aber am Ende besonders Feuerschaden durch unseren Kollegen. Gut, aber die überverrückte Matrone ist dahin. Sehr schön, sehr schön. Es ist ein Easter Egg. Es ist so eine inoffizielle Quest. Wenn man unter Nebenquests guckt, glaube ich, gibt es diesen Eintrag irgendwo. Also halt den Hinweis drauf. Es gibt ja so ein paar ungeschriebene Gesetze, Hinweise auf Schätze, auf Kreaturen, und das ist eine davon. Jetzt mache ich mich auf den Weg nach unten, Freunde. Zum Königswappen, zur Königswappenhöhle. Entschuldigung. Denn die will ich jetzt noch durchhauen. Erins Lager wird früher oder später für eine Quest relevant. Ich glaube, ich habe es gelesen. Ich glaube, wahrscheinlich für irgendeine Meistertrainer-Quest. Boah, er hat aber ganz schön Glück gehabt, der Kollege. Der Torban. Ihr seid's, hi. So nach dem Motto, ach, ihr wieder hier? Ja, ich chill hier öfter. Handschuhe wären nice. So. Okay. Ab in die Königswappenhöhle, Freunde. Ich weiß nicht, was uns erwartet. Okay. Die Natur erwartet uns, Freunde. Die sehen wirklich überhaupt nichts. Frisst Staub, nichts. Ich gehe auf den Spring. Ja, hauen wir die zusammen. Ja, hauen wir die zusammen. Ich versuche den Bären auszuweichen. Heilt sie sich? Nee, schafft sie nicht. Oh, da kommt noch ein Ogre. Ey, ich habe leider die falschen Zauber, Freunde. Machen wir erstmal den Landtreu weg. Boah, Alter, diese Ogre immer. Die sind pure Gewalt, die Viecher. Pure Gewalt. Oh,
Schaut euch das an. Was die auch für eine Defense haben, gell? Ich mache halt keinen Schaden an dem. Oder halt sehr wenig. Schön, Junge. Ich höre jetzt schon irgendwas atmen. Es ist safe ein Ogre, ein weiterer. Diesen extrem tiefen Atem haben nur Ogre. Genau die gleiche. Du willst mich verarschen. Es ist eine ultra starke. Okay, naja, egal. So. Wir haben drei Wege. Gehen wir erstmal den linken. So. Gehen wir erstmal den linken, Freunde. Ich hab's ja gesagt. Oh ja, nice Schwert, sehr nice. Finde ich übrigens geil, dass die Möglichkeit besteht hier. Es... Der wirkt irgendwie schwächer. Der wirkt so, als würde ich mehr Damage machen. Oh, da jetzt ist ja gut, oder? Jetzt hat er sich mal wieder ganz gediegen nach allen Regeln der Kunst selbst umgebracht, dank Schaden reflektieren. Bester Effekt an Rüstung überhaupt. Schaden und Zauber reflektieren, Freunde. Rettet euch wirklich massiv eure Hintern. Eine Erzl. Boah, ja, aber alle brauchen wir jetzt auch nicht mitnehmen. Wie viel haben wir denn jetzt? Komm, mach mal auf 10, dann ist gut damit. Nein, das wollte ich nicht. Kann man, okay. Schade. Komm, einen noch. Ein Schwammerl. Einen Schwammerl. Okay. Kein Schwammerl. Gut, da haben wir uns ja gleich wieder den richtigen Weg ausgesucht. Ich denke mal, es gibt mehrere Eingänge in die Kammern. Machen wir den rechten Weg. Oh shit. Ja gut, das ist... Oh, unten ihr Licht. Boah, gib ihm erstmal eine Zuhälterschelle. Ich geh aufs Irrlicht. Oh nee, oh nee. Aber es geht ganz gut down. Hauptsache es blutet. Oh, er hat... Oh, aber er nutzt sein Schwert zu exzessiv. Leider. Leider. Hat er sich gerade... No way, der hat sich gerade nicht geheilt, Freunde. Boah.
Meine Fresse. Ihr Lichter, die uns am Anfang richtig böse erwischt haben, die sind mittlerweile relativ easy, ne? Die kann man gut machen. Haben wir jetzt genug? Einen noch. Ich würde mal ganz gern nochmal auf die Seelenfalle gehen. Falltür zu verborgene Höhle. Okay, das ist eine richtig weit. Diese Königswappenhöhle ist extrem weitläufig, Freunde. Easy. Kleiner Seelenstein, okay. Ja, Hauptsache da ist keine Seele drin. Aber wenn wir mal einen großen finden, dann ist immer irgendeine Kackseele drin. Wir bräuchten halt so dringend große. Boah, ich muss auch mal wieder bei den Magiergilden vorbeischauen. Vielleicht tun die irgendwie ihr Angebot mal updaten. Meine Fresse, meine Friese, ey. Kannst ja momentan auch wegschmeißen. Wie den ganzen Jungen. So, let's go. Oh ja, Steinpilze. Will ich auch gern so 10 Stück mitnehmen, wenn es geht. Hätte ich nichts dagegen. Ist doch sicher irgendwas drin. Ein Irrlicht. Mal sehen, wie gut die sehen. Die sind ja genauso blind. Okay, die sind... Sie sind wirklich sehr, sehr schlecht. Sie sind sehr... Und da ist auch eine Tür. Erzähl mir jetzt aber nicht, dass das nochmal in den anderen Bereich führt, oder? Alter, das ist eine Riesenhöhle. Das sind einfach drei unter... Tunnel, Kammern und verborgene Höhle. Okay, dann gehen wir erstmal in die Kammern, Freunde. Königswappenhöhle. Spannend. Als ich es gelesen habe, den Namen, dachte ich mir so, okay, die hat safe mit irgendeiner Quest zu tun. Das ist wie mit der... Das Maul der Bestie. So, ich finde, das ist so ein Name, der ist so, der heißt nicht einfach nur so, Schnellwasserhöhle, finde ich zum Beispiel, klingt nach, ja, okay, die ist einfach dabei. Aber, ja, ich denke, ihr versteht, was ich meine. Uff. Uff. Okay. Hallo, ihr zwei. Das sind aber normale Minotauren. Gleich mal stabil eine mitgegeben. Ja, Minotaurus, aber mit Waffe. Stark. Einen hätte ich gern mal los. Stark, Junge, stark, Alter. Zwei Minotauren. Einfach kein Problem mehr. Sehr nice. Gold. So magische Wesen. Als ob sich Minotauren für sowas. Naja, was weiß ich. Dass diese Spriggans auch wirklich blind sind wie Maulwürfe. Zittert.
kommt der Heal. Boah, Junge. Was für ein Heal. Na los, greif an. Ich muss aber auch gestehen, dass unser Todesritter, sag ich schon, unser Dude heute auch gnadenlos kompromisslos ist, gell? So, der kennt gar keinen Spaß. Topfalle. Gut konstruiert, Freunde. Ist voll aufgegangen. Ups. So. Mai und dann Gold, Alter. Hör mir auf mit dem Drecksgold. Ich brauch kein Gold. Ich bin hier nicht, um Gold zu craften. Craften zu holen. Minotaurus, einer? Da unten ist eine Ratte. Harte Gönnung. Ja, ganz gesehen. Soll ich mal wieder ein bisschen boxen, Freunde? Was haltet ihr davon? Bisschen Nahkampf. 9 Schaden, natürlich machen wir Nahkampf, Digga. Oh, Entschuldigung. Habe ich ihn jetzt erwischt? Ich weiß gar nicht. Ich habe ihn, alles gut. Ich gehe auch irgendwie davon aus, dass diese ganzen Untergebiete miteinander verbunden sind, oder? Was denkt ihr? Also die Höhlen und der restliche Bereich. Eine tote Schlammkrabbe. Oh. Ja, sag ich doch. Da geht's zu den verborgenen Höhlen. Lass mich mal kurz reinschauen. Ah ja. Alter, jetzt habe ich gedacht, das Ding geht nicht mehr auf. Boah, nee, das ist schon im Spiel. Hä? Alter, hört ihr das? Dieses... Ich dachte, es ist Donner draußen. Ihr Licht? Ja, gut, das kann ich halt nicht angreifen ohne Waffe. Oh, was war denn das für ein Fail jetzt von mir? Anschleichen hättest du dich trotzdem können, Odinius. Schön. Ich glaube, ich panik da auch bei vielen Fertigkeiten. Ich meine, nur weil wir jetzt nach so kurzer Zeit einige Fertigkeiten schon auf Stufe 100 haben. Wir haben ja noch so viel vor uns, Freunde. Das meine ich. Wir haben ja noch so unglaublich viel vor uns. Den Packesel hat... Ah ne, ich habe die starke Bannung, die hilft mir ja aber nichts. Wild. Also eine maximal wilde Höhle.
Aber irgendwie habe ich auch Bock. Ich finde es zwar, ich habe überhaupt kein Problem damit, wenn so eine Höhle nur ein Gebiet umfasst, weil ich mir auch oft so denke, naja gut, ich will es ja auch irgendwie durchhauen, das Spiel, oder halt die einzelnen Dungeons, einfach mal um sie einmalig, dass die respawn ist klar, aber für uns, dass wir sie einmalig erledigt haben. Aber auch mal so eine größere Höhle, das ist schon auch spannend, finde ich cool. Besonders die Gegner sind in Ordnung, finde ich, für so eine große Höhle. So, es könnte jetzt auch schlimmer sein. Ohne Ratte, nice. Hallo? Jau. Okay, Schaden reflektieren hat ein ganz neues Level bei uns erreicht. Aber ein ganz neues Level. Ist da noch ein zweiter? Und wenn, dann ist es so. Ich bin mit 2 Minuten Tauchen nicht mehr klar. Ja, da ist die Tür zu dem nächsten Gebiet. Sehr schön. Nee, der ist allein. Der ist allein, der Kollege. Boah, unser Schaden reflektieren ist mittlerweile völlig out of control. Also bei der Ratte habe ich es jetzt gerade auch schon wieder gesehen. Spinnst du? Das kannst du doch nicht machen. Odin, irgendwann ist ja auch der Spaß vorbei. So. Das ist der... Ach, ich bin so ein Pfosten. Ja klar, okay. Na gut, dann gehen wir mal in die verborgenen Höhlen, da wo wir unter Wasser müssen. Die sind zumindest verbunden. Vielleicht geht es dann auch noch in die verborgene... Also in dieses an... Das sind die verschollenen Tunnel. Nee, die verborgene Höhle. Okay. Ja, schauen wir mal rein. Mal sehen, was wir da finden. Ich glaube, ich brauche ganz kurz Sternenlicht. Und reparier mal schnell deine Ausrüstung, Bruder. No way. Wo ist sie denn jetzt? Wo bist du? Ja. Mach fertig jetzt. So ist sie schon fast süß. Jetzt glaube ich, habe ich den... Ja. Oh ja. Erstes Irrlicht. Die machen wir so. Bär ist weg. Was ist los? Es hat jetzt gerade so gewirkt, als würde ich noch von woanders gehittet werden. Sehr gut, mein Lieber. Fackel raus. Die Uferseite haben wir. Drüben habe ich, glaube ich, noch ein Irrlicht gesehen. Und einen Minotaurus auf jeden Fall. Da müssen wir ein bisschen aufpassen, Kollege. Das ist auch schon wieder geil, eine geile Höhle. Eine schöne Höhle. Schön designt, wisst ihr? Gefällt mir. Ja, Freunde, bevor ich mich jetzt da... Ich tue noch schnell hier... Reparieren.
Dafür gibt's nichts. Dann heal ich uns nochmal schnell und dann würde ich sagen, verabschiede ich mich für heute, Freunde. Wir sehen uns morgen wieder zu die Elder Scrolls 4 Oblivion. Ich freue mich sehr drauf. Da werden wir die Königswappenhöhle hoffentlich durchspielen. Haut mir bis dann rein, euer Uni-Netzplay. Ciao, ciao.